Hallo YouTube, Timer 1992 hier mit einer neuen Review und heute stelle ich euch aus Kamera Den-O das Den-O Climax Kaitaros Phone vor. Meine Fresse, was für ein Name. So, das ist das Telefon, womit Kamera Den-O in die Climax Form switcht. Da schauen wir uns das erstmal an. Hier haben wir einmal zugeklappt. Da steht auch nochmal Den-O, Den-O System, genau wie hier auf der Innenseite. So klappt sieht das so aus, hier ist das Fach für die Batterien. Und ja, so ist das ausgeklappt. Hier haben wir einmal das Den-O Logo noch zu sehen. Anruf annehmen, Logo vom Den-Liner, auflegen und die ganzen Telefontasten. So, dann machen wir das Teil nochmal an und dann wird auch leuchtet hier die LED. So, man kann jetzt hier Kombos eintippen oder die einzelnen Tasten drücken. Was am Ende gesagt wird, ist eigentlich recht random. Ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal eine andere. Ja, das sind alles jedes Mal Momotarus. Und wenn man jetzt hier auch so einen Code hier eintippt und dann den Zug. Ne, ich meine, das war immer so. Und das ist einfach alles nur unterschiedlich lang. Ja, nicht den Hörer drücken. Hier. Und ja, und dann noch mal hier. So, aber jetzt kommt natürlich das Wichtigste, den Change in die Climax-Form. Dafür müssen wir die 3, die 6, die 9 und die Raute-Taste drücken. Und den Knopf drücken. Ja, ich habe hier schon mal die Hörner ausgefahren. Die machen aber mehr jetzt mit dem Belt-Sinn. Ich hole kurz den Belt, beziehungsweise lasse ich das Telefon mal hier stehen, um den Anrufeffekt darzustellen. So, da bin ich auch schon wieder. Das dauert einen Augenblick. Da ist er schon. Und Anruf annehmen natürlich. Da gibt es auch zig verschiedene Sprüche, die man machen kann. Aber erstmal müssen wir jetzt nicht alles darstellen. Das Wichtigste wird jetzt erstmal natürlich der sein, die Kombination mit dem Den-O-Belt. Hier ist er. Ich habe hier schon mal vorzugsweise den silbernen Rand abgemacht. Denn da kommt jetzt das Climax-Phon ran. Also, nachdem wir ja den Change in die Climax-Form gemacht haben, klicken wir das hier ran. Durch das so, das ist der Bestätigung, das ist dran. Und durch das Umklicken hier fahren die Hörner raus. Und drücken wir jetzt den Knopf, kriegen wir den Sound, den Finisher-Sound. Ja, ganz netter Zusatz, weil ich den Sound sehr cool finde und auch diese Farbspiel finde ich sehr gut gemacht. Ne? Moment. Ja, also. Ja. Ja,
Das ist auch schon alles, was ich euch zu dem Climax von sagen kann. Ich finde, das ist ein cooles Teil. Es hat jede Menge Sounds. Es hat eine nette Funktionskombinationsweise mit dem Belt. Ich finde es klasse. Und kann es nur als für jeden Carver der Den-O-Fan nur empfehlen. Auch für jemanden, der den Belt nicht hat. Man hat ja auch den Chain-Sound drin. Ja, das war's zu meiner Review zum Climax Phone. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Kommentare freue ich mich auch jedes Mal. Und übers Abonnieren würde ich mich natürlich auch freuen. Wir sehen uns dann in dem nächsten Video. Euer Tyron 1992.